Hallo und herzlich willkommen hier bei SwagTap. Im Vorfeld konnte man schon auf diversen großen Newsseiten wie The Verge oder Engadget lesen, dass das Samsung Galaxy S3 das schnellste Smartphone auf dem Markt sein soll. Deswegen zeige ich euch in diesem Test mal, wie es sich so im Quadrant in dem AnTuTu Benchmark im Vergleich zum Galaxy Note schlägt. Vorher möchte ich euch nur zeigen, dass beide Geräte auf mittlerweile auch auf Ice Cream Sandwich laufen. Das Galaxy S3e, aber auch das Note habe ich auf Ice Cream Sandwich geupdatet. Auf beiden ist eine Stock-Firmware, also keine Custom-ROMs. Das ist beides die Firmware von Samsung. Keine Tweaks, keine Mods, absolut gleiche Verhältnisse. Ich habe nur noch mal schnell den RAM auf beiden geleert. Okay, fangen wir also mit Quadrant an. Und klicken auf beiden Run Full Benchmark. Ja, das dauert jetzt natürlich alles seine Zeit. Ich kann euch schon erzählen, das Galaxy S3 stellt da echt immer wieder Bestwerte auf, also echt hervorragend. So immer in dem Bereich von 5300 bis 5800, also deutlich mehr als andere Geräte, wie zum Beispiel das HTC One X oder das Asus Transformer Prime, die ja mit einem Tegra 3 takten. Und ihr seht auch hier schon, es ist deutlich schneller als das Note. Natürlich klar, das Note hat etwas mehr Pixel zu rendern, weil es in der Auflösung ja 800 Pixel hat und nicht nur 720 wie das Galaxy S3. Außerdem hat es natürlich nur eine Dual-Core CPU. Und jetzt schauen wir, das Galaxy S3 ist auch schon fertig, wie viel es geschafft hat. Ich zoome mal etwas hin. Wir haben hier 5226, das ist natürlich gut, aber ich hatte auch schon Werte von 5700, also das schwankt von Mal zu Mal. Und wie schon prophezeit, natürlich mehr als HTC One X oder Asus Transformer Prime. Damit ist das Galaxy S3 der neue Spitzenreiter im Quadrant Standard Benchmark. Das Note hat 3870 Punkte erreicht, also deutlich weniger als das S3 und auch weniger als das HTC One X oder das Asus Transformer Prime. So viel also zum Thema Quadrant. Ich beende das mal und wir lassen auch gleich mal den AnTuTu Benchmark laufen. Auch ein gutes Benchmark-Programm, um sowas eben zu vergleichen. Ich klicke bei beiden auf Start-Test. Bin mal hier auf die Zahlen gespannt. Ist übrigens bei beiden dieselbe Version, also Version 2.8.2. Gleiche Bedingungen, also für beide Geräte. Es dauert jetzt natürlich auch alles wieder seine Zeit. Bin mal gespannt, was da jetzt für ein Wert rauskommt. Den habe ich im Vornherein noch nicht laufen lassen. Währenddessen kann ich euch ja mal erzählen, wie ich so bisher mit dem S3 zufrieden bin. Also so nach einem Tag ist mein Fazit, es gefällt mir echt sehr, sehr gut. Das ist das schnellste und flüssigste Gerät, was ich bisher hatte. Schneller als das iPhone 4S und auch meines Erachtens noch einen Tick flüssiger. Also ob das jetzt auf dem Homescreen ist oder beim Surfen, ist wirklich alles sehr, sehr schnell und sehr flüssig. Da kann man sich echt nicht beschweren. Also bisher kein Grund, um sich zu beschweren. Ja, wie schon erwähnt, ich persönlich halte nicht besonders viel von diesen Benchmarks. Es sind halt immer solche Schwanzvergleiche, wie es auch schon bei den PCs immer gibt, aber wie gesagt, viele Leute interessieren sich für die Benchmarks und ich lasse sie auch immer ab und an laufen, weil es ist doch ein ganz guter Vergleich. Da wird eben auch oft einfach getestet, wie schnell der Speicher ist, der RAM, die CPU, die GPU bei den verschiedensten Geräten. Ja, oder auch bei diversen Internet-Benchmarks, die wir jetzt nachher dann noch laufen lassen, also zum Beispiel BrowserMark, testet eben, wie gut das Gerät mit Java umgehen kann, etc. pp. Also das aber jetzt im Nachhinein erst.
Das lassen wir erstmal bei beiden den N22-Benchmark laufen. Und wir sehen auch hier schon wieder, dass das Galaxy S3 deutlich schneller ist. Hier unten sieht man übrigens immer die Frames per Second. Ja, es dauert nicht mehr lang. Jetzt wird gerade noch der SD-Card Write Speed getestet. Übrigens auch die Akkulaufzeit macht beim Galaxy S3 bisher einen vernünftigen Eindruck, aber das war irgendwo auch zu erwarten, denn mit den 2100 mAh ist der Akku echt groß ausgefallen, also vor allem im Vergleich zu anderen Konkurrenten. Okay, das Galaxy S3 ist fertig, wir haben 12.172 Punkte, ihr könnt es ja selber sehen. Das Note ist noch bei 85%. Bin mal gespannt, wobei man sich ziemlich sicher sein kann, dass es auch da weniger haben wird. Ich rück schnell das iPhone ins Bild, denn wir wollen später noch den Browsermarkt durchlaufen lassen. Es ist wie gesagt ein Browser-Benchmark, der plattformunabhängig funktioniert. Und den werden wir jetzt dann auch bei den allen drei Geräten mal durchlaufen lassen. Schauen wir mal, recht lang soll es auch beim Galaxy Note nicht mehr dauern, das sollte auch bald fertig sein. Na, 92% haben wir jetzt. Aber ihr seht schon, selbst bei den Benchmarks ist das Note langsamer als das S3, wobei ich sagen muss, seitdem das Note jetzt Ice Cream Sandwich hat, ist es nochmal echt deutlich flüssiger geworden. Und ja, also man merkt schon den Unterschied zum S3, aber so deutlich ist der auch nicht. Also wir haben hier jetzt den Vergleich, wir haben 6550 beim Note und beim Galaxy S3 fast doppelt so viel, also 12.172 Punkte. Das ist schon eine Hausnummer und echt sehr, sehr stark vom Galaxy S3. Aber ja, wie gesagt, das war irgendwo ja auch zu erwarten. Okay, wir öffnen den Browsermarkt, habe ich hier auch schon. Und auch beim Galaxy beim Galaxy Note öffnen wir diesen. Ihr seht schon, das ist echt Stock, also noch auf Auslieferungszustand. Okay, und wir starten den mal bei allen drei Geräten. Ich fange gleich mal beim iPhone an. Weil das iPhone, das werdet ihr jetzt gleich sehen, braucht deutlich am längsten von allen drei Geräten. Es dauert jetzt natürlich auch alles wieder seine Zeit. Und das Galaxy S3 wird wieder als erstes fertig sein. Also ich finde, man sieht es bei diesen Benchmarks dann doch immer deutlich, egal was man davon halten will. Aber wenn das Galaxy S3 hier zum Beispiel doppelt so viele Punkte hat wie das Galaxy Note, dann ist das schon irgendwo eine Hausnummer. Also das muss man schon echt sagen. Da hat Samsung echt gute Arbeit geleistet. Also auch was die Software betrifft, da ist Samsung ja eh immer ganz vorne, also bei Optimierungen und so weiter. Wie schon erklärt, hier wird jetzt Java zum Beispiel getestet, solche Sachen, also die eben wichtig beim Surfen sind. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, das Galaxy S3 ist echt ziemlich flott im Internet unterwegs, funktioniert echt alles sehr, sehr smooth und sehr, sehr super. Da kann man sich echt nicht beschweren. Schauen wir mal. Das Galaxy S3 dürfte schon bald fertig sein. Schon der letzte Schritt von diesem Benchmark. Na, sieht so aus, als wenn die anderen doch schneller fertig wären. Warten wir mal ab. Das iPhone 4S und auch das Note dürften gleich fertig sein. Okay, und das Note ist tatsächlich schon fertig und hat es auf 127.807 Punkte im Browsermarkt Benchmark gebracht. Das iPhone 4S ist auch schon fertig und hat es auf 88.932 Punkte gebracht. Ich kann euch sagen, das sind echt super Werte für so Smartphones. Das
One X zum Beispiel kommt auf 92.000 Punkte. Jetzt warten wir noch, was das Galaxy S3 für uns für einen Wert ausspuckt. Das dürfte auch gleich fertig sein. Übrigens, was mir auch auffällt, ach, und da haben wir es auch schon. Wir haben 120.934 Punkte beim Galaxy S3. Wobei ich da dazu sagen muss, ich habe den Test natürlich auch im Vorfeld schon ausgeführt mit dem Galaxy S3 und da hat es auch schon 150.000 Punkte geschafft. Also da war es auch, hatte es auch mehr Punkte als das Note. So viel also dazu, so viel zu diesen paar Benchmarks da. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen von euch ganz hilfreich. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Thumbs up, abonniert den Channel, würde mich sehr freuen und würde mir sehr helfen. Ja, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.